wie hießen das? Okay, Mario war das jetzt und das andere Up the ROM Hack. Oh. Zack. Von Sweet Dude ist das. Ui. Aha. House Up in the Sky. Kann man bestimmt hoch. Looking Up a Barrel. Oh Gott. Leute, ich kann das steuern. Wow, das ist ja geil. Das wäre doch auch ein geiles Ninja-Fass. Ah, okay. Alter, das ist ja abgefahren. Danke, Denson. Du hast es geschafft. Ich klebe komplett im Ninja fest. Oh nein! Mega geil. Crazy Scar. Checkpoint. What? Und hier fliege ich langsam und kann schießen, oder was? Okay. Das Level ist abgefahren, aber geil. Ich glaube, das ist ein richtig cooler Hack. 8 Exits. Hammer! Was für ein Level! Okay, das war dumm. Okay, was ist hier? Mega. Ah, okay. Okay, das ist natürlich nicht so leicht. Das ist auf jeden Fall die schwerste Seite bislang. Banane vergessen. Hammer. Doch, wir gucken uns die Xbox-Präsi an. Mario tripped on his shoelace. And began to fall up. Up to the rooftop. Up over the town. Okay, dieser Hack ist, glaube ich, der Hammer. Also, ich glaube, der wird richtig reinknallen. Okay, geil. Schade. Würde ich natürlich jetzt auch irgendwie gerne weiter rein, aber würde natürlich auch gerne die Xbox-Präsi sehen. So, hier war ich.
Okay. Ah, ich kann schon darauf laufen noch, okay. Okay, abgefahren. Alter, was ist das? Ich bin auch kein Pesto-Fan. Also, um so einen Schwierigkeitsgrad zu spielen, naja, muss man schon auf jeden Fall mit was Einfacherem anfangen. Aber dann kann es natürlich jeder schaffen. Alter, aber ja, ich habe schon viele, viele tausende Stunden in Mario versenkt. Es gibt einfache Hacks, die man spielen kann. Also, ich würde sagen, einfach mal Emulator runterladen, ohne jetzt irgendwie sich direkt teure Hardware kaufen. Einfach mal Emulator kostenlos runterladen, mal ausprobieren, einfach einen Hack. Mal gucken, ob man Bock hat, ob es einem Spaß macht oder nicht. Das gefällt mir auch gar nicht, dieses SpongeBob-Ding. Da würde ich echt lieber, und das reizt mich tatsächlich, muss ich sagen, dieses Stellar Blade spielen. Aber mich reizt es auch nur, weil das Kampfsystem und so geil aussieht. Ich finde echt den Style so schlimm. Aber ich will es halt trotzdem irgendwie, habe ich Bock drauf, das zu spielen. Warum ist denn da eine Zweierlücke? Naja, aber egal, was sie anhat, es ist immer alles eng und so. Ich weiß nicht. Ach, das Charakterdesign wirklich unterirdisch. Aber der ganze Style, ich muss mir das mal lauter machen hier. So von der, so wie ich finde, der Combat sieht wirklich so spaßig aus. Und ich finde, es sieht auch so richtig, Alter, so richtig schön brutal aus. Ist das Stellar Blade? Ich überlege, ob das ein Spiel wird für mich so außerhalb des Streams. Auf der Couch. Weil sowas mag ich. Ist das sowas, wo man später eine große Map ablaufen kann und sehr viel noch so Open-World-mäßig Quests machen kann, Sachen sammeln kann und so? Ja, sowas mag ich. In dem Fall spielt er schon sein Leben lang Shakes and Fidget, oder? Ich glaube auch, dass er da mit eines... Er hat, glaube ich, einen der krassesten Accounts überhaupt bei Shakes and Fidget, glaube ich. Aber spielst du das immer noch aktiv? Hast du da einen richtig krassen Account? Würdest du sagen, Nefal? Unsere Gilde ist Top 5 bis 7 weltweit. Was redest du da? Ist das Pay to Win? Und was heißt denn eure Gilde? Bist du da so ein Gildenleiter sogar bei Shakes and Fidget? Aber man kämpft nicht wirklich. Also es ist alles Auto-Battle sozusagen, ne? Aber was macht dich denn zu den Top 10 Spielern? Die geilste Ausrüstung, oder was? Und ist es Pay to Win? Mega geiles Level. Oh nein, es hört nicht auf. Ich kann nicht... What? Mario, what are you doing up here? I see you're trying to mess up my secret plans, aren't you? Well, you done goofed up this time, Plumber Boy. I'm gonna mess you up instead. Was? Was? Alter! Junge! Ich bin total Opfer da, deswegen packe ich keine Free-to-Play-Dinger an. Wie? Also du cashst schon rein, auch ein bisschen. Alter, ist das geil! Junge, dieses Level! You never give up, you pesky one-upper. I'll beat you up myself. Stay away from the switch. Boah, Alter. Case of Uppipes. Ich spinne automatisch. Alter, ist das schlimm.
Ah, okay, aber das trotzdem. Ah, ne, da, okay, verstehe. Hammer! Okay, wo war der Schalter? Ach, da. Alter, die erkennst du halt wirklich gar nicht. Boah, ich stehe leider nicht so auf Kokos. Nur auf diese Romi-Schokolade. Das ist das Einzige, was ich an Kokos mag. Für mich auch. Für mich in der Regel Kokos immer schlecht. Also egal, aber Süßigkeiten, Schokolade, Eis oder so. Hä? Warum geht das nicht? Alter, das muss so früh werfen. Was? Was? Alter, das ist... Ah, okay. Alter, das ist ja geil. Ah, okay. Screen Wrap. Boah, ist das cool. Ey, aber dieses Level, dieser Hack. Absolute Empfehlung. Das wäre auch mal cool zu Speedrun, weil es was ganz anderes wäre bis jetzt. Die Level sind ja komplett weird. Es hört auch nicht auf, ne? Okay, ich springe wieder automatisch. Okay, da oben, okay. Ah. Alter, ist das geil. Okay, verstehe. Ich darf natürlich keine Coins sammeln, damit er hochgeportet wird. Alter! What the fuck? Boah, Alter. Das ist echt krass. Boah, Alter. Ey, das Level am Stück durchspielen, das sieht wahrscheinlich so cool und flowig aus. Ach, da oben ist der Schalter. Den sehe ich jetzt erst. Okay, dann habe ich es geschnallt. Alter, super geiles Level, aber auch echt schwer. Hammer. Also, was soll ich sagen? Das war der absolute Hammer. Absoluter Knaller, das Level. Wahnsinn. Gonna twist you up.
Alter, das ist alles sowas von Chocolate. Wie habe ich das gemacht? Ah, wenn ich nach unten drücke. Okay. Oh! Aber man kann diesen schnellen Fall dann nicht mehr abbremsen. Alter, das ist ja der Hammer. Also, was ist das für ein Hack? Wird das etwa der coolste Hack ever? Okay. Verstanden den Trick. Ah, das fühlt sich nicht gut an. Die Stelle fühlt sich nicht gut an mit der Feuerblume. Fühlt sich jank an im Spin. Mit der Blume zu schießen. Leider. Bringt ja nichts, also. Ich muss schon alle drei hitten, ne? Hä? Was bringt es mir jetzt, den unteren zu hitten, den zweiten? Und dann oben warten, aber dann komme ich ja nicht in die eine Lücke. Ach, ich kann ja durchcrushen, das stimmt. Von oben zerstören, yo. Boah, Alter, das ist aber komplex. Da oben. Boah, mega. Wall Jumps auch noch? What? Alter! Junge, das wird der beste Hack aller Zeiten. Was meinst du, wenn du den am Stück runterspielst? Wie cool das aussieht. Das ist ein richtig nicer Hack. Alter, Hammer! Nein, im runterfallen. Bisschen doof, dass da der Screen auf einmal laggt, also dass es dann auf einmal Low Frames gibt, ne? Das ist echt ein sehr schlechtes Timing für Low Frames. Okay, allerletzter Versuch jetzt. Ja, es ist 47, Alter. Boah, Hammer, alter Schwede, das ist ja ultra geil. Also, der Hack ist Hammer. Heftig, was für ein geiles Teil.